Und wir haben hier ein Fundament. Wir haben mehrere Fundamente, wie ihr seht. Da oben noch. Nur weil wir erst ein Kristall haben, können wir auch erst ein Fundament bebauen. Kid ponders what to build. Ja, und das ist die Frage. Wir haben Pläne für eine Einrichtung, deren eigens gebraute Spirituosen die natürlichen Fähigkeiten verbessern. Fehlt. Ich glaube, es sollte fehlt nur noch heißen. Fehlt nur noch ein Platz, um sie zu bauen. Auf den wogenden Wänden waren nur Spirituosen erlaubt, die die Produktivität erhöhten. Oder das Waffenlager. Pläne für eine Einrichtung, in der Waffen und Geheimfertigkeiten aufbewahrt werden. Fehlt nur noch ein Platz, um sie zu bauen. The Kid hat nie unnötiges Gepäck mit sich rumgetragen, sondern alles, was er nicht brauchte, weggeschossen. Loblich, loblich. Und da wir die Distille nicht so häufig brauchen werden, weil, ich meine, wir sind zwar jetzt schon, ich glaube, Level 2, könnten also noch ein Teil ausrüsten, aber das Waffenlager eher mal gebraucht wird, um die Waffen zu wechseln, werde ich das jetzt zuerst bauen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das auch andersrum gemacht. The Bastion's a place of peace. But we can hold our own if we have to. Jawoll. Ja. Ups. Genau, und hier haben wir eine neue Sonderfertigkeit. Spiegelschild, Geheimfertigkeit. Eine Geheimtechnik, die für eine kurze Zeit automatisch sämtliche Angriffe abblockt. Erlangt durch eine spektakuläre... Ja, da haben wir wieder einen Schreibfehler gefunden. Demonstration im Stierkopfgericht Berühmtheit. Ain't much kid can handle with hammer and bow in hand. Die werden wir jetzt aber nicht benutzen, weil die jetzt nicht so toll ist eigentlich. Kid don't know what's out there waiting for. So angriffsgebundene Sonderfertigkeiten finde ich doch schon ein bisschen besser als diese. Da drehen wir uns nur so ganz wild, wie ich es jetzt mache, mit dem Schild und blocken alles ab. Aber das Problem ist halt, wir können nicht gezielt abblocken, also wir können die Sachen nicht Konter schicken. Wenn wir mal einen Konter haben, ist das eher Zufall. Und da ist so eine angriffsgebundene Sonderfertigkeit, finde ich, schon besser. The Skyway. Now the kid can ride the wind, the distant lands. Und wir sehen schon, den Hafenbezirk, den wir gerade besucht haben, können wir nicht nochmal besuchen. Also wenn wir irgendwas da nicht gekriegt haben, haben wir mehr oder weniger Pech gehabt. Das ist in einigen der späteren Leveln echt scheiße, weil da habe ich Sachen gesehen, wo ich mich gefragt habe, wie soll ich die erreichen, weil ich keine Sprungfunktion habe und so und alles eigentlich abgelaufen bin. Und dann ist nicht immer so klar, wie man jetzt irgendwo hinkommt. Ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie spoilern, informieren oder sonst was soll. Finde ich nämlich echt doof, weil irgendwie wird mir da das nicht so ganz klar, wie ich an die Stellen komme. Aber das werden wir sehen, wenn wir wieder da sind. Hafenbezirk, Bereich abgeräumt. Diese einst belebten Schifffahrtsstraßen sind jetzt völlig verschwunden. Die Bastion, Ausgangsbasis. Finde die in der Stadt und darüber hinaus verteilten Kerne, um die Macht der Bastion zu nutzen. Bringerkaserne, Übungsgelände. Hier haben die Brecher einst ihre Treffsicherheit mit dem Bogen trainiert. Doppelt gemoppelt hält nicht immer besser. Das Arbeiterviertel, kerngeortet. Finde ihn und bringe ihn zurück. Du findest vielleicht auch nützliche Vorräte. Schauen wir uns das doch mal an. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Au. Okay. Ought to be a core down one of these twisted streets. But which one? He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. Ah, das ist die Stelle. Ich weiß jetzt wieder, wo das ist. Zack. Au. Ey, nehmt's nicht mal mit euch ein Ende, ihr. Vor allem tauchen die auf, während ich schießen will. Schweinerei. Au. Scumbag can digest just about anything. Ja. Except for this. It's quick for slicing and light enough to throw. Das ist meine Lieblingswaffe. Ich finde dieses Schnetzelmesser tausendmal besser als diesen blöden Hammer. Ich bin ein riesiger Freund des Schnetzelmessers.
Mist. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll. Das gute alte Schnitzelmesser. Oh, was haben wir denn hier? Den Leichling Lockruf. They say even the most rambunctious squirts can be tame. Oh. Squirts don't make the best of friends, but they can be useful in a pinch. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Ja, da haben wir eine neue Sonderfertigkeit und wir sehen es auch schon. Die neue Sonderfertigkeit hat die alte jetzt einfach ersetzt, ohne dass wir eine Wahl in dem Punkt haben. Also wir können nicht entscheiden, ey, nee, weißt du, ich will lieber die alte Sonderfertigkeit behalten, lass mir die mal. Sondern das wird automatisch... Them squirts just don't know when to quit. Komm her, Compadre. Sehr schön, machst du das. Sehr schön. He heads for the biggest dump in town. Scumbag Alley. Oh ja, das Ding ist echt doof. Some scumbag still feeding off the city's own trash. Das Kuriose ist, die fallen selber runter. Die kennen selbst nicht die Grenzen dieses Gebiets, was irgendwie schon sehr komisch ist. Naja. And there he is. The oldest scumbag of them all. Gershel. Gershel. War das Gershel? Ich glaube, ne? Gershel hieß der. So, da rufen wir doch mal wieder unseren Compadre an. Sagen hier, bitte einmal kommen, helfen. The calamity ain't done much for Gershel's sunny disposition. Aua! Du bist zwar der Älteste, aber das heißt nicht, dass du nicht von uns plattgewalzt wirst. Kid cuts up Gershel like a pineapple. All scumbag didn't feel a thing. Oh Mann, oh Mann. Ich schaffe es wieder nicht, die Story mitzulesen. Weil, ne, gerade wie eben, wenn ich kämpfe und dann irgendwelche Sätze unten kommen, kann ich nicht mal eben so auf den unteren Bildschirm rangucken. Das heißt, ich werde mir die Story wohl erst später durchlesen können. Und das heißt, wenn jetzt irgendwas ist, wo ich einen witzigen Kommentar drauf geben könnte, werde ich das einfach nicht wissen und... No core. No surprise. Like the gas fellas are hiding it from it. Werde ich das jetzt gar nicht machen können, irgendwelche coolen, witzigen Sprüche abliefern. Weil, oh, etwas Scharfes. Weil ich das halt überhaupt nicht mitbekomme. Ist halt so. Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. Was haben wir hier? Know why gas fellas all dress alike. Kids wondering the same thing. So. Wollt ihr mich verkackeiern? Hier, Kleiner. Danke und... Oh, ich habe ihn noch überwunden. Sehr schön. Und bumm. Es hat Boom gemacht, statt Zoom gemacht. Es hat Boom gemacht. Das hatten wir, glaube ich, jetzt momentan in einer... Nee, Moment. Wenn das läuft, dann ist die Folge vorgestern, gestern irgendwie so gewesen. Von Fass mit dem Boom gemacht. Ich weiß es jetzt gar nicht mal. And there it is. But it's locked down tight in an alloy cage. Okay, dann wollte ich, glaube ich, wegen Metallkäfig und so erst hier drüben. He heads for the east side. Where windbags used to keep the local forge, almost like he's showboating for the crowd. Genau, ich wollte zur Schmiede. Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Percy die Petze. Never much cared for that big wide grin of his. Alter, das Ding schleudert uns in die Luft. Wie assig. Somehow that old forge is still standing. Boah, da haben wir diesen blöden Hochschleuderer endlich mal überwunden.
Alter, hat der. Haben die meinen kleinen Compadre gekillt oder? Nee, der. Ist mein kleiner Compadre das da hinten? Nee, ne? Wo ist denn mein kleiner Compadre? Haben die den echt gekillt gekriegt? Oh. Er tut mir schon irgendwie leid. Och, Menno. Er war ein Feind, aber ich hatte ihn gern. So, was haben wir hier in der Schmiede? Inside the forge, he can fine-tune those instruments of his. Ah, das ist doch schön. Etwas Schweres. Ein Aufwertungsmaterial für den Kellhammer. Ein Klumpen aus Edelmetalllegierungen, der tief unter der Erde gefunden wurde. Das Hauptnahrungsmittel der Gaskerle und ein Bestandteil aller möglichen Fertigungsprozesse. Oh, da können wir jetzt eine Auffertigung auswählen. Aber da wir den jetzt momentan nicht mitführen, würde ich das erstmal aufschieben. Etwas Sehniges, ein Aufwertungsmaterial für den Bringerbogen. Gedehnter Mesedarm, beliebt bei Bogenherstellern und Knäuelballherstellern. Einer der Gründe für die Beliebtheit der Mesejagd. Etwas Scharfes, ein Aufwertungsmaterial für die Kriegsmachete. Ein Haufen Zollholzblätter, den man besser nicht mit bloßen Händen anfasst. Doch, da sehe ich den mal besser. Okay. Die schärfsten Klingen der Welt werden mit ihrem Öl behandelt. Haben wir hier? Ne, das ist noch verschlossen. Scharfe Schneide. Eine gespiegelte scharfe Klinge, die eigens für die Schlacht geschmiedet wurde. Plus 20% kritische Trefferchance. Oder gezackte Schneide. Angriffe lähmen Feinde. Angriffe verursachen Schaden über Zeit. Eine beunruhigende Sägezahnklinge, die einzig der Zerstörung dient. Das klingt doch mal nach was. The little Zolwood oil and that blade shines like a light. Das klingt nach Action pur, dann nehmen wir das doch mal. Dann haben wir hier Schnellsehne, 25% Zuggeschwindigkeit, eine leichte bar dauerhafte Bogensehne, die schnelleres Schießen ermöglicht. Was soll dieses Bar? Eine leichte aber dauerhafte Bogensehne, vielleicht. Soll das aber heißen? Also, liebe Übersetzer, da bitte nochmal dran setzen. Das ist ja schon ein bisschen Kraftsehne. Plus 2 Zieldurchschläge pro Schuss. Eine schwere, dickere Bogensehne, der eine überlegene Durchschlagskraft liefert. Ich nehme lieber das schneller Ziehen, weil das ist... With a good length of meat, that bow's like new again. Weil das ist schon bisweilen echt nervig, wie lange du da an einem blöden Ding ziehst, bis du endlich mal die Power hast, um was abzufeuern. Vorschlagkopf, plus 50% Schaden, ein härterer, schwerer Hammerkopf, der eine größere Aufschlagwucht liefert. Kampfkopf, plus 10% kritische Trefferchance, ein speziell ausgewuchteter Hammerkopf, dem nichts standhalten kann. Dann machen wir mal... Kids lifelong friends looking fit to keep on fighting. Dann machen wir mal mehr Schaden, mehr Power sozusagen. Das Thema hatten wir ja schon. Core ain't here neither. So he's gotta guess again. Das mehr Power-Thema hatten wir schon bei A New Beginning, das haben wir hier. Es verfolgt uns, denn wir brauchen immer mehr Power. Wow. Alter, es ist der Endboss. Den habe ich vorhin sozusagen versehentlich gerufen und bin dann weggelaufen und deshalb... Scheiße, ist im Zuge dessen auch Story gewesen? Ich weiß es gar nicht. And now there's a new marshal in town. Jawoll. Ich bin der neue Marshal, habt ihr kapiert? Ich weiß gar nicht, ob der denn eine Story dazu gesagt hat. Wenn ja, dann haben wir die jetzt verpasst, weil ich abgehauen bin. Hust. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Jawoll. Dieser Ort. Kid's ready to go, and his ticket out's right where he started. Dieser Ort ist einfach zu tough, yeah. He comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. Dann wollen wir doch einmal. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. So. Und wir haben die zerlumpte Haube. Frag nach der zerlumpten Haube, die irgendeinem unglückseligen Gaskerl gehört hat. Warum überlaufen sie die Stadt und plündern ihre Überreste?